Ein wichtiges Ereignis war ein Traum, den Clara Fay im Alter von 11 Jahren hatte. Da hat sie geträumt, also, dass sie auf der Jakobstraße unterwegs ist. Und dort hat sie einen kleinen Jungen getroffen, der sehr arm aussah. Und sie wollte ihm ein Almosen, wie man das zu der Zeit nannte, geben. Und dann hat der kleine Junge zu ihr gesagt, ich habe viele arme Geschwister in dieser Stadt, sorge für sie. Und die Clara hat zu ihm gesagt, wo kommst du her, wie heißt du? Dann hat der Junge mit dem Finger nach oben gezeigt und gesagt, ich bin das arme Kind Jesus. Das war so, dass die Clara eine Lehrerin hatte, die die jungen Frauen sehr beeindruckt hat. Das war die Luise Hensel. Die Luise Hensel hat die jungen Mädchen eingeladen, mit in die armen Familien zu gehen, wo Kranke waren, zu pflegen, zu sammeln, damit sie Nahrungsmittel kaufen konnten. Und das hat, denke ich, auch dazu geführt, dass sie sich sehr intensiv mit ihrem Glauben noch mal auseinandergesetzt haben und dem, was das eben bedeutet, ihn zu leben. Und eine zweite Sache war, dass sie sich regelmäßig sonntagsabends in einem Kreis getroffen haben, in ihrem Haus. Die Mutter war sehr gastfreundlich und hat die Leute eingeladen. Und dort haben sie darüber diskutiert, was sie tun können, um dem Elend in Aachen, in ihrer Vaterstadt, Abhilfe zu verschaffen. Und die jungen Frauen durften da nicht nur beisitzen und zuhören, sie durften auch mitdiskutieren. Und an einem dieser Abende hat dann eine der jungen Frauen den Vorschlag gemacht, dass sie doch eine kleine Schule eröffnen könnten. Das war 1837. Dieser Vorschlag ist aufgegriffen worden und sie haben halt am Fenn eine Raum angemietet und haben dann Tische und Bänke dorthin geschleppt. Die Kinder haben sie mit Holzschuhen angelockt, was für die Kinder zu der Zeit eine Kostbarkeit war, weil sie keine Schuhe hatten, und haben dann begonnen, die Kinder zu unterrichten. Clara Fay hat schon als junges Mädchen den Wunsch verspürt, in eine Ordensgemeinschaft einzutreten. Also sie wollte auf jeden Fall Ordensleben leben. Hat aber, denke ich, durch diese Diskussion in ihrem Elternhaus, auch durch ihren Traum bedingt und mit dem, was sie dann auch schon umgesetzt hatten mit der kleinen Schule, für sich eben erkannt, dass ihr Weg nicht ist, in eine bestehende Ordensgemeinschaft einzutreten, sondern eine eigene Ordensgemeinschaft zu gründen. Darin ist sie bestärkt worden, auch von den Geistlichen, die sie zu der Zeit begleiteten, und hat das Unterfangen in Angriff genommen, obwohl es zu der Zeit eigentlich ein schwieriges Unterfangen war, eine eigene Ordensgemeinschaft zu gründen. Es war also keine leichte Sache.